Fang mal an. Wir sind ja kurz vorm Ende. Auf geht's. Hier 87%. Also wenn wir es heute nicht packen, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder alles verlernt hier. Fast eine Woche nicht mehr gespielt. Oder ist es genau eine Woche? Ich weiß es ja nicht. Die hat da auch fest mit mir geschimpft immer und ich dachte nur, wieso weiß die das? Ich muss Juri Bescheid sagen. Juri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und sein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Stimmt ja, die jagen mich ja überall und die Stadt ist voll am Arsch. So. Brauche ein Update aus Devil's Shelf. Over. Zentrale, haben die Entflohenen gefunden. Verfolgen Sie. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. In das Ganze. Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das war... Runter damit. Nein. Spider-Man auf! Schafft ihn weg! Jawohl. Er geht jetzt direkt los hier. Okay, wie groß ist Sable Internationals oh. Personalabteilung eigentlich? Nein. Schon wieder alles vergessen hier. Ganze Steuerung. Scheiße. Das ist echt schlimm. Man spielt eine Woche nicht und dann... Also, so ein bisschen weiß ich noch, aber es ist ein ganz komisches Gefühl. Zack. Ja, jetzt geht's. Einen Punkt für die Guten. Yahoo! So, meine Mom hat immer so eine goldene Nuss, die an Heiligabend gezeigt werden musste. Und wenn sich schwarze Flecken darauf befinden, dann hat man Scheiße gebaut. Ich glaube, bei mir hätten nicht mal 10 Nüsse gereicht. Die Tradition kenne ich gar nicht, ist aber lustig. Ja, also ich höre auch zum ersten Mal. Tut mir echt leid. Wie ich eben sagte, das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Als Kind hatte ich mehr Angst davor, als vor 2 Jahren in der Abi-Prüfung. Ich bin an dir dran, Spinne! Ah, ich weiß wieder, wie es funktioniert. Jetzt so langsam. Das war mal eine nette Abwechslung. Danke.
Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel ein bisschen länger nicht mehr gespielt habt? Ich meine, eine Woche ist jetzt eigentlich eh nicht so lang, aber sagen wir einfach, ihr habt jetzt 2 Wochen ein Spiel nicht mehr gespielt und in der Zeit habt ihr irgendwas anderes gespielt und dann geht ihr wieder zum alten Spiel zurück, dann ist irgendwie das ein ganz komisches Gefühl, oder? Oder ist das nur bei mir? Also ich brauche dann immer so ein bisschen, bis ich wieder reinkomme. Ja, zum Beispiel würde ich jetzt wieder League of Legends spielen oder so. Ich bräuchte erstmal eine Woche, bis ich wieder drin bin. Weil ich es einfach schon seit... Oder länger wahrscheinlich. Weil ich habe es ja... League of Legends habe ich ja schon seit... 1 Jahr, 2 Jahren nicht mehr gespielt. Naja, ich werde was essen gehen. Bis später. Alles klar, Patrick. Dann Mahlzeit, Mahlzeit. Bis später. Ich hatte so Angst vor Abflüssen, als ich ein Kind war, weil mein Onkel mir erzählt hat, dass ich da stecken bleibe oder reingesaugt werden kann. Das hat mir mal jemand bei den im Schwimmbad diese ich glaube, die gibt's aber gar nicht mehr heutzutage. Früher gab's so auch sowas wie ein Abfluss. Da entweder gab's so ey, wer schießt da? Schon wieder Sniper. Da hat ja auch so Düsen gab's da. Und da wurde mir erzählt, dass Kinder gestorben sind. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, dass sie da stecken geblieben sind. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, überhaupt wenn es bei einem tieferen Gewässer, sage ich mal, im Swimmingpool, also wenn es ein bisschen tiefer ist, dass dann irgendwie Kinder tauchen und dann irgendwie so, weiß nicht, die Hand reinstecken oder so und dann auf einmal stecken bleiben oder so und dann ertrinken. Das war für mich immer so Horror, so eine Horrorvorstellung. Für mich. Das war doch nicht nötig. Oh fuck. So viele Sniper. Sniperino. Ups. Falscher Knopf. Das war ja heilen. Und da wieder Selfie. Auweia. Hau die einfach runter. So. Wieso viele? Ups. Ach ja, Säcke. Runter mit dir! Meine Tante und mein Onkel haben so ein mitten im Bad auf dem Boden. Ich habe das beim Wellenbad auch gehört, dass da schon Kinder ertrunken sind. Ja gut, beim Wellenbad, ja. Ja, da muss man auch aufpassen. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Und wenn man irgendwie mit anderen Leuten zusammenkracht, irgendwie dann blöd auf den Kopf fällt oder so. Oder mit dem Kopf zusammenprallt oder so.
Ehrlich, ich bin kein Freund von dieser Sträflinge mit schweren... Hey, Felix, servus, Arschglotzer. Du bist ja der Kappa. Oh, er ist schon wieder. Skandalös. Der entscheidende Punkt. Wir werden sehen, ob Sable International und Spider-Man die Beschützer sind, die sie angeblich sein wollen. Diese Verbrecher verstecken sich nicht. Sie sind sichtbar, fordern eine Festnahme heraus. Und wir warten. Wetten, wenn Spider-Man dann die Stadt rettet, sagen wir mal. Hat er noch immer was zu meckern? Was wetten wir? Gubbel, Gubbel, Labbel, Labbel, Felix. Wie geht's, wie steht's? Hoffe, alles gut bei dir. Weihnachten gut überstanden. Bin aber nicht lang da. Vielleicht noch so eine halbe Stunde. Freundin hat Geburtstag und geh mit ihr ins Kino. Oh, dann habt einen schönen Abend. Noch alles Gute von mir. Auch wenn ich sie nicht kenne. Alles super, Mensch. Sehr schön. Ja, auch alles super bei mir. Danke dir. Gehen wir mal runter hier. Hallo, Freunde. Oh, eine Dachparty für mich? Mit Suchscheinwerfer und allem? Alle mit in einem Fass. Oh. Ist der dem ausgewichen? Na, oder? Ah, der klebt da um. Sehr schön. Holt ihn aus der Luft! Holt ihn euch! Zack, zack. So, hoffentlich bremst das Sable aus. So. Nebenmissionen haben wir ja keine mehr, gell? Da haben wir ja alle gemacht, eigentlich. Den Taskmaster haben wir auch schon besiegt. Da, das passt eigentlich. Nur noch die ganzen Verbrechen hier. Hier haben wir noch ein Verbrechen. Sable-Verbrechen müssen wir noch 5. Oh, hier in dem Bezirk. Jetzt hier kann man fast gar nichts machen. Sträflingverbrechen, Säbelverbrechen. Hier auch noch. Oh, allgemein im Süden. Der Süden ist nicht sauber. Skandalös. Ich glaube, ich werde mal wieder eine Hauptmission machen. Straßen aus Gift. Die werde ich machen. Ich habe schon wieder Schaden genommen. Ich habe schon wieder vergessen hier. Ah, die mache ich jetzt nicht. Sollen da rumcruisen. Ist mir egal. Der Wasserspeicher. Aber wo ist Skorpion? Hier. Hui, hui. Ein bisschen Trickbewegungen. Oh yeah, oh ja. Oh, da gibt es sogar eine Trophäe dafür. Das haben wir ja letztens freigeschalten hier. Yeah. So, auf geht's. Zur Hauptmission. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern.
Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Oh, oh. Im Süden ist die Polizei nie aktiv. Ja, ja. Wow. Skandalös. Was zum... Ist das oh. ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Irgendwelche Drogen. Er hat mir irgendwelche Drogen gespritzt. Der hat ihm was gespritzt. Ja, ja. Irgendetwas Komisches. Okay, hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Oh, Rätselstunde. Scorpion hat es verbessert. Okay. So, schwuppdiwupp. Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Oje. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Steroiden braucht man. Jetzt brauchen wir Steroide. Jetzt ist mein Kater gegangen, weil der ihm was gespritzt hat. Mein Kater ist gegen Drogenkonsum. Sowas aber auch. Da ist das Gewächshaus! Im Gewächshaus sollte ich Eclipta alba finden. Da ist sie. Aha. Wo ist sie hin? Aha. Was ist jetzt? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Ah, eh nur. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie. Irgendwie. Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut ihnen leid, aber sie lassen es zu. Da fragt man sich nach ihren Prioritäten. Ich meine... Warum sollten Sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich Ihnen wichtig bin? Ich kann Ihnen helfen. Aber echt. Das neurale Netz beeinflusst Ihren Geist. Das neurale Netz, das Sie mit erschaffen haben. Die Wahrheit ist, Sie haben mir das angetan. Ohne Ihre Hilfe hätte ich diese schrecklichen Dinge niemals getan. Das sind Schuldgefühle hier. Ich hätte das erkennen müssen. Ich hätte Sie nicht mit in den Arm allein lassen dürfen. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Bleiben Sie stark, Peter. Spidey kann nichts dafür. Naja, so indirekt. Er hat ihm ja geholfen, aber... Wer hätte das ja ahnen können?
ist der Clip der Alba. Oh, Window. Servus, servus, servus. Alles fit bei dir? Ja, immer doch. Und selbst? Weihnachtstag gut überstanden? Ja, kann man so sagen, ja. Und selbst? Wie war dein Weihnachten? Auf alles tutti frutti? Eklipta Alba aufheben. Geht schon. Bisschen. Was passiert hier? Die Pflanze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Wie fühlst du dich? Hilft kurz. Was sind das für ein Drogentrieb? Brauche ich ein Antitoxin? Aber echt? Eine von Harrys Forschungsstation. Ich fühle mich auch schon irgendwie. Atropin. Weiß ich nicht. Ich muss schnell dorthin. Nicht ganz gesund. Oh shit, was war das? Traumhaft. Danke, Gehirn. Wie fühlst du dich, Spinne? Krieg ich dir die Angst den Rücken hoch? Scorpion? Oh wo shit. Hast du diese Nummer? Immer diese völlig uninteressanten Fragen. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß. Oh, shit. Ich will gar nicht wissen, was ich euch dazu sagen würde. Oh, da ist die Forschungsstation. Ich brauche das Atropin. Oh, oh, oh. Ich muss in die Station. Oh, 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 oh. Scheiße. Ganz ruhig, ruhig, Spidey. Hui. Controller, good job. Good job. Ja, alles wunderbar. Zwar keine entspannte Zeit wegen... dahin und dahin und da noch eine Oma besuchen. Aber sonst ist schön, mal ein paar Tage nicht zu arbeiten. Oh yeah. Genieße es, Window. Man sieht ja die Familie auch nicht immer, oder? Ich meine, ja, passt doch. Da wollte der Jameson gerade noch was sagen. Das Atropin ist da. Warum muss Gift eigentlich immer grün sein? Gute Frage. Naja, Gift ist ja nicht immer grün. Nicht immer. Es kann auch weiß und milchig sein. Gibt es ja so Pflanzentoxine, die so... Ja. Das Atropin ist weg. Man sagt ja immer so, Pflanzen, die so weiß-milchig sind, sollte man nicht essen. Weil es giftig ist. Du weißt, dass eine Zeit abläuft? Nein, weiß ich nicht. Wo? War gerade was? Ich habe es wirklich nicht gesehen, Konomi. Aber in Comics, Filmen und Spielen ist es immer grün. Ja, das stimmt. Oftmals. Da hast du recht. Oh, da ist er wieder. Du kommst zu spät. Wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc. Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei.
Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemanden. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Was ist das? Alle um dich herum leiden. Oh, oh, oh. Laufen Sie nicht weg. Ich versuch's. Ich... Was war jetzt? Deine Zeit läuft ab. Bald ist deine Zeit zu Ende, ja. Er wollte sie nicht irgendwie festhalten. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz. Hören Sie auf. Ich gebe sie nicht auf. Bitte reden Sie mit mir. Ich kann helfen. Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Oh, das sieht aber cool aus hier. Mit den Notizen, Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und Sie haben mich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte! Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter! Unterstützt, indem Sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gewusst. Bitte, Doc, bitte! Ich setzte große Hoffnungen in Sie, Peter. So hohe Ambition. Ich sah Sie als großen Wissenschaftler. Aber der Wille... Da ist es! Das Atropin! Give me that! Jetzt fallen wir erst wieder. Oh, der ist wirklich auf einem Trip. Das müssen starke Drogen gewesen sein. Ich habe das Atropin. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Wir sehen uns schon sehr bald wiedersehen. Ah, ja, klar. Keine Überraschung, bitte. Hui! Hohoho! Ach du Scheiße! Uah. Ja, übertreibt doch ein bisschen, oder? Ja. Tschö. Ich hab es geschafft. Aber mir geht die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Vor allem, wie schnell die wirken. Ja, ja. Endlich. Das echte Labor. Keine Halluzination mehr. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Doch, du auch. Bist wie Osborn. Du willst ein Genie stehen. Oh, so scheiße, wohin? Nein, was mache ich? Was mache ich? Deine Schuld. Ich wusste, du lachst über mich. Ich dachte, der Kinder hätte man Platz. Glaubt er doch selber nicht, dass es keine Halos mehr gibt. Ja, man sieht's ja. Das ist das richtige Labor, ja. Gut gespielt. Ja, danke, Vigi. Scheiße. Sieht schon gut aus. Ja, mit der Klaue. Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Oh, shit. Ja, das ist meine Chance. Noch eine Halluzination.
Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Shenlong. Bevor du mich killst, ende ich mich selbst. So kann man sehen, ja. So, jetzt hier rüber. Ja. Oh. Was passiert? Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch. Einer weniger. Ich darf nicht auf ihn hören. Wo sind die? Wenn er anhält, kann ich ihn treffen. Au. Das sind so viele. Ohne dich wäre diese Welt besser dran. Und das weißt du. Robby. Sehr schön. Nur noch ein paar. Toller Held. Noch einer weniger. Wo sind sie? Wo sind sie? Ach komm! Ich auch in der Kugel gesprungen. Nein, noch einer! Einer noch? Oh. Ah, hier. Schon bemerkt, dass es MJ besser geht, wenn du nicht da bist. Denk mal drüber nach. Ich würde lieber gegen den echten Skorpion kämpfen, als gegen mein Gehirn. Wenn er anhält, kann ich ihn treffen. Und ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, die Zentrifuge, die ich brauche. Endlich. Ich spüre, wie mir die Zeit wegläuft. Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Was ist da? Mir lieber was an. Was ist da? Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Oh shit. Ist meine Overwatch-Technik gewesen. Das gönne ich dir nicht. Springt in einen Abgrund. Ah, das kenne ich. Das kenne ich, finde ich. Bratte ab. Super Smash Brothers bekommen zu Weihnachten. Oh, war mir persönlich zu teuer zu holen. Hab's geschenkt bekommen. Nice. Das ist richtig geil. Oh, das war aber nett von der Person. Coole Sache. Super Smash Brothers. Darauf hätte ich auch Bock, ja. Aber wir haben noch viele Spiele vor uns. So viele schöne Erinnerungen. Das muss warten. Jetzt sind sie verdorben. Auf jeden Fall viel Spaß, Michael. Ich habe nur Gutes gehört. Ah, von Patrick und Mel. Ah, okay, cool. So, bin mal weg. Viel Spaß euch noch bis die Tage. Alles klar, Felix. Schönen Abend wünsche ich euch, gell? Genießt den Abend. Wir sehen uns. Und online ist es auch nice geworden. Gott sei Dank. Ich habe gehört, online soll es ein Delay geben. Stimmt das? Ja, kann ich hier noch was machen? Na. No. Oh ja, ich komme. Aha. Okay. Das war eine interessante Erfahrung. So. Ah, hier sind die Rätseldinger, stimmt.
Ja, da haben wir schon alles abgeschlossen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Überreste. Vielleicht so Memos vom... Ah, genau, sowas. Parker meint, die Schnittstelle sei gefährlich, aber... Ach, das haben wir, glaube ich, schon gehört. Hat noch nie was erschaffen. Oder? Denkt, wir könnten abseits bleiben, weit weg von der Gefahr. Männer sind gestorben, um diese Nation zu gründen, damit wir auf den Mond gelangen. Jeder große Vorstoß erfordert Blut. Und der nächste Vorstoß, um uns aus Normans Fängen zu befreien, könnte der blutigste von allen werden. Das lasse ich nicht zu, Doc. Ja, das kannten wir noch nicht. Parker. Sie hören zu, ja? Sie beobachten. Merken sich alles. Mhm. Stehlen. Wem haben Sie von der neuralen Schnittstelle erzählt? Von meiner Arbeit? Naja, es endet hier, Parker. Ich habe Ihnen vertraut. Aber statt mein Genie zu erkennen, taten Sie was? Sie wollten alles vernichten. Haben mir Mängel unterstellt. Es gibt keine Mängel. Es ist wunderbar. Eine perfekte Erweiterung des Gehirns in die Welt. Gedanken, die durch diese arme Form annehmen. Und ich habe nur noch einen Gedanken. Normans Ruf zu vernichten. Und zwar bald. Der Größenwahnsinnige. Ein Delay von einer Millisekunde, daran gewöhnt man sich. Ach so, okay. Also nicht so tragisch. Kann gut sein, dass die das noch fixen, ist ja noch nicht so lang raus. Ja, das kann sein. Ich lege mich mal eine Weile hin, komme später wieder, alles klar, Kondomi, mach das. Schlaf dich aus ein bisschen, kurier dein Kater aus. Gute Besserung nochmal. Er hat das direkt vor meiner Nase geplant. War es nur eine vage Idee, bis die Schnittstelle ihn den letzten Schritt tun ließ? Wie lange hat er das Gerät unbemerkt benutzt? Essen ist da 20 Minuten anstatt 75. Oh, nice. Das ist schön. Wenn man mit Hunger bestellt, gell, das... Die neurale Schnittstelle facht Docs Wut an. Vielleicht gibt es für ihn kein Zurück mehr. Das wäre blöd. Für einen Octoman. Gut, ich glaube, wir haben alles durchsucht wieder. Ah, hier noch. Doc hat die Arme nicht nur verstärkt, er hat sie in Waffen verwandelt. Crazy Motherfucker. Gut. Raus hier. Obwohl, warte mal. Ich ändere wieder meinen Anzug. Hier, wo ist er? Der Stark-Anzug. So. Der gefällt mir irgendwie am besten. Keine Ahnung. Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um Verbrechen zu bekämpfen. Würde ich sagen. Da hinten haben wir schon was. Ah, die Sniper wieder. Oh. Die Häftlinge brennen den ganzen Block ab. Wir sind zu viele für ihn. Jungs, die Wachen in Rikers haben so eine Sehnsucht. Verabschiede dich. Halt Schuhe aus. Das hätte ich filmen sollen. Boing. Boing. MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh wow, Pete, du denkst an Otto? So offensichtlich, hä? Ja, aber offensichtlich.
großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Alle Einheiten. Plünderer bei einer Notversorgungsstation. Officer, bitte nach Longacre. Okay, Spider-Cop ist unterwegs. Spider-Cop. Stehlen wortwörtlich das Essen aus hungrigen Mäulern. Sogar für Verbrecher ist das unanständig. Und du bist das Essen. Essensschlacht! Ist ja ein Kampf um Essen! Egal. Ein Kopfschuss und das war's! Uiuiui. Ui. Ich spalte dir den Schädel! Los, Jungs, wir können trotzdem noch siegen! Uiuiui. Ui. Hat wehgetan, stimmt? Wunderbar. Ach du Scheiße. Ja, bin ziemlich sicher, dass ich keine Sable Agents mehr bestellt habe. Okay. Ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein Fuck. Kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. Jetzt kommen die auch noch. Er wird müde. Nein. Wenn ich das nicht anvisieren soll jetzt. Noch ein Sniper, überall es Gegner. Geht zurück nach Rikers. Eine gefährliche Stadt für Spider-Cop. Überall. 10:51, entflohene Häftlinge in Fahrzeugen sorgen für Aufruhr. Officer, bitte nach Longacre. Ich muss das stoppen, bevor es Tote gibt. Das Fahrzeug wurde zurückgerufen. Und ihr auch. Sollt nicht erschießen, schlagen oder überfahren. Oder alles drei. Los mit den netten Tricks! Kämpf jetzt wie ein Mann! Nein, kein Schaden! Entflohene Häftlinge auf Motorrädern! Nein, kein Schaden! Nein! Mein Leben. Wieso nicht beides? Oh, das wäre so schön, wenn ich keinen Schaden kriegen würde. Nein! Sie sind noch nicht reif fürs bürgerliche Leben. Das ist... Spider-Cop. Er spricht ja immer so, wenn er Spider-Cop ist. Alle würden was drum geben, mich zu töten. Aber
aber sie dürfen in Manhattan nicht überall rumballern. Ein Fahrzeug zerstört, eins noch übrig. Super, jetzt haben wir noch Spider-Man. Noch mehr Sable-Typen. Meine Netze scheinen die irgendwie anzulocken. Du bist verhaftet. Was aber? Er schießt mit Netzen. Skandalös. Klatsch. Die Stadt ist ein kleines bisschen sicherer. Gut gemacht.